Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Mario & Luigi Superstar Saga. Ich glaube, jetzt mittlerweile beherrschen wir alles, was wir beherrschen müssen. Wollen wir uns doch mal umgucken. Na komm, spring da hoch. Was es hier noch zu holen gibt, was ist das denn? Oh toll. Eine Plattform, wo wir einfach runterfallen. Die immer mit ihren Kanonen da. Sollen wir mal den Brother-Angriff benutzen? Gut, oder? Aber das verbraucht natürlich Brüderpunkte. Deswegen bleiben wir beim normalen Angriff. Obwohl, den sollte ich eigentlich üben, diesen Angriff. Perfekt. Und die Brüderpunkte, die werden wir wahrscheinlich auch mit Pilzen auffüllen können oder mit anderen Gegenständen. Vielleicht mit diesen Sirups, die wir gefunden haben. Oh, Levelaufstieg für Mario. Damit habe ich jetzt noch nicht gerechnet. Während hier gerade draußen bei mir direkt vorm Fenster riesiges Gewitter losgeht. Hoffentlich hört man das gleich nicht. Ich würde sagen, wir erhöhen mal die Brüderpunkte, oder? Wenn wir sie jetzt schon brauchen. Naja, das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Gut. Machen wir den auch noch eben fertig. So. Machen wir nochmal einen Brüderangriff mit Stufe Nummer 1. War das gut? Naja, gar nicht so übel. Gut, dass ich keine Angst vor Gewitter habe. Sonst würden mir jetzt die Knie schlottern. Machen wir nochmal einen Brüderangriff. Geht nicht? Nicht genug Brüderpunkte oder weswegen? Ja, sieht so aus. Hat nur noch... Genau, wir bräuchten 4 Brüderpunkte. Das sehen wir da. Platschbrüder 4 und Mario hat nur noch 3. Muss Mario also einen normalen Angriff machen. Ja gut, auch nicht schlimm. Aber Luigi könnte, glaube ich, noch einen Brüderangriff machen, oder? Probieren wir das nochmal. Hops, Brüder. Hat der einen anderen? Anscheinend. Naja, funktioniert auch. Marios Angriff ist BAB und Luigis Angriff... Nee, Luigis Angriff ist BAB und Marios Angriff ist ABA. So. Und damit ist Luigi jetzt auch aufgestiegen im Level. Sehr gut. Ich würde sagen, bei ihm versuchen wir auch die Brüderpunkte zu erhöhen. Ach Mann. Naja, ich meine immerhin. So ein Bonus. Geschenkten Bonus. Geschenkten Gaul, guckt man nicht ins Maul. Da sind wir ja hergekommen. Ja, dann gehen wir hier weiter. Noch so ein komisches Vieh. Alles bekämpfen, was wir bekämpfen können. Schon allein wegen der Erfahrungspunkte. Das ist doch klar. Oh. Mist, falsche Taste gedrückt. So schwer ist das eigentlich gar nicht. Ich stelle mich nur so doof an. Aber das könnt ihr ja schon aus meinen anderen Let's Plays, von daher ist das ja auch nichts Neues für euch, liebe Zuschauer. Und für alle neuen Zuschauer, die dabei sind, ja, das ist nun mal bei mir manchmal so, dass ich mich da ein bisschen komisch anstelle, aber macht euch da keine Gedanken drum. Wir haben trotzdem Spaß, glaube ich zumindest. Wenn wir wieder einen Pilz dazu bekommen haben, finde ich gut. Wenn wir jetzt in jedem Kampf einen Pilz dazu, müssen wir jetzt schon einige haben, oder? Schauen wir mal in unser Köfferchen rein. So, wo haben wir denn die Items? Items, da sind sie doch. 11 Punkte, 11 Pilze haben wir schon. Gut. Wo geht's weiter? Ah, noch so ein Vieh. Toll. Jetzt bin ich drüber gesprungen, das Viech hat Luigi berührt. So sah es zumindest aus. Jetzt kommt noch das grüne Vieh an. Aber wunderbarer Konter von Luigi. Schön, toll. Ich finde es ja toll, wenn ich gelobt werde. Nochmal. Ach, schade. Naja. Aber besiegt. Besiegt ist besiegt. Kein Item dazu bekommen. Aber nur noch 4 Münzen, dann haben wir genug Lösegeld für Bowser zusammen. Gott sei Dank. Das könnte schon reichen. Ah, nein, 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 nein. Blöder Luigi. Naja.
war ich dann vielleicht auch wieder selbst schuld. Wie immer. Wie komme ich denn da hin? Ah, einfach nur so. Yeah, damit dürfen wir jetzt genug Münzen zusammen haben. Aber trotzdem gucken wir mich noch hier um. Vielleicht kommen wir auch automatisch gleich zurück zu Bowser. Wer weiß das schon. Sollen wir da nochmal drauf springen? Ich verstehe die Dinger zwar nicht, aber machen wir das nochmal. Also bei diesen gelben Dingern geht es einfach nur darum, in die Richtung zu drücken und dann A, B, A, B zu drücken, oder? Ich denke, so mache ich es richtig. Oder? Aber hier waren wir schon. Ja. Jetzt ist es andersrum. B, A, B, A. Na gut, das hätte man auch anders regeln können. Aber das haben die Entwickler wahrscheinlich gemacht, um mich zu ärgern. So, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A. Sehr schön. Na, gucken wir mal hier weiter. Sollen wir erstmal hier oben gucken? Waren wir hier schon mal? Das kommt mir so vor, als wären wir hier schon mal gewesen. War das nicht der Anfangsbildschirm? Vom Sternschnuppental? Ich glaube ja, ne, oder? Gehen wir nochmal die Brücke hier entlang. Vielleicht kommen wir hier auch schon zu Bowser zurück. Ja, hier kommen wir zu Bowser zurück. Wir waren einmal im Kreis gelaufen. Na gut. Ihr habt ja im Moment genau 118 Münzen. Wie geil sie da steht mit ihrem Taschenrechner. Na also, geht doch. Ich bekomme 100 Münzen und noch ein paar Taler extra. Nein! Die behalten wir. Hol mich schnell hier raus! Na gut. Was? Du willst da raus? Und ich soll dich retten? Ich glaub, dir geht's so gut. Verrat, Betrug. Ja, und du? Wir sind hier nicht im Pilzkönigreich. Fremde sollten besser wieder verschwinden. Aber wie ist die denn drauf? Okay, das kommt jetzt ein bisschen überraschend. Und er hat keinen Special-Angriff mehr. Mist. Okay, ausweichen sollte ich trotzdem. Machen wir mal den Hopsbrüder-Angriff. Wie, das heißt nur 3 Schaden? Das bringt dann ja nicht so viel, oder? Ich hau mir mal... Die Sieruppe bringen Brüderpunkte, das ist gut. Okay. Warum kann ich nicht ausweichen? Nicht so einfach, was? Hä? Es reicht eben nicht nur auf meine Wurfhand zu achten. Ja, du kannst mich auch mal. Wir richten irgendwie keinen richtigen Schaden an, oder? Ich bin einfach zu blöd dafür. Das kann natürlich auch sein. Ich will jetzt hier nicht verlieren. Gibt's doch gar nicht. Mann! Und das Ganze nochmal. Weiß man nicht, ob das irgendwas bringt. Anscheinend nicht. Toll. Oh, normalen Angriff. Besser. Wie soll ich das ausweichen? Bücken kann ich mich nicht. Na gut. Mann. Ja, aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht, wenn der so hochkommt, wie ich da im Ausweichen kann. Holen wir uns erstmal Pilz rein. Gott sei Dank haben wir genug Pilze dabei. Machen wir das anders. Ich mach nochmal, genau, du sollst einmal Back machen. Dann machen wir nochmal so einen Brüderangriff. Allein können wir ja noch.
Super. Na, das war doch schon besser. Und den konnte ich auch wieder ausweichen. Mann, 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 wie viel Energie hat die denn? Hey, das war nicht schlecht. Aber was sagst du hierzu? Nichts sage ich dazu. Da weiß ich echt nicht, wie ich das ausweichen soll. Verdorcht nochmal. Benutzen wir erstmal ein Item, einen Pilz für Mario. Komm hier, schmeiß mal einen Pilz rüber, danke. Dann machen wir noch einen Angriff. Wieder den falschen Bruder springen lassen. Achso, gar nichts tun, einfach nur stehen bleiben. Ja, der soll auf sowas kommen. Während das Gewitter hier draußen immer schlimmer wird. Sehr schön. Einfach nichts tun. Einfach nichts tun. Hm. Naja. Gibt's doch gar nicht. Beides mal auf Mario geschmissen. Er kann, glaube ich, noch einen Brüderangriff machen. Dann machen wir nochmal einen Hops-Brüderangriff. Ich stelle mich aber auch wirklich selten dämlich an. Aber das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Echt nicht. Wirklich. Ah, Gott sei Dank. Immerhin ein Upilz bekommen. Naja, ich meine, solange man natürlich genug Pilze dabei hat, schlägt man sich eigentlich ganz gut. Levelaufstieg für Mario. Was level ich denn da ab? Ich glaube, da level ich nochmal, level mal die Verteidigung ab. Ja, Verteidigung ist der beste Angriff. Und auch Level up für Luigi, sehr schön. Ich glaube, lohnt sich auch, wenn wir die Verteidigung bei ihnen upgraden oder Geschwindigkeit wird sie auch lohnen. Gehen wir erstmal auf Verteidigung. Hoffnung, dass er mal einen fetten Bonus kriegt. Auch wieder nur ein. Schade. Naja. Man kann sich ändern. So, lässt ihn jetzt frei. Du kleine Rassistin. Was ist das für ein Lärm? Och, die beiden schon wieder. Ne, er alleine. Nanu? Mario, Grünkäppchen, rettet die Stimme von Prinzessin Peach. Viel Glück und so. Ja, ist ja ein Ding. Das war's? Ein kurzer Gastauftritt von Bowser. Fragen wir, wo wir jetzt hinkommen. Eine Höhle und erstmal speichern. Speichern ist wichtig. Mann, war das ein aufregender Kampf gegen Stella. Gar nicht so easy, wie es aussah. Echt nicht. Draußen geht die Welt unter. Habe ich alle Fenster zu? Ja, habe ich. Wenn jetzt der Blitz einschlägt, ist die ganze Aufnahme hin. Oh, neue Welt. Diddle-diddle-didd. Diddle-diddle-didd. Da hoch sollt ihr. Was natürlich gar nichts gebracht hat. Auch hier wieder die Musik unheimlich cool. Also der Soundtrack bei dem Spiel ist wieder affengeil. Für ein Game Boy Advance Spiel, allererste Sahne. Das sieht doch schon ein bisschen netter aus hier. Das sind sie! Sind das denn Groupies oder was? Ha! Haben wir euch! Wo ist Prinz Mamek? Wer? Ihr habt unseren Prinz Mamek entführt! Gebt's ruhig zu! Wir haben Zeugen! Leugnen ist zwecklos. Was? Mario und Luigi? Die Superstars des Pilzkönigreichs in dieser Gegend? Unmöglich! Passt besser auf, die beiden sagen die Wahrheit. Sie sagen, sie jagen eine Hexe namens Luke Miller und sie sind stark. Hä? Okay. Bitte entschuldigt unsere Unwissenheit.
aber unser Prinz Mamek ist von Fremden entführt worden. So hört man es aus Lachdorf, weiter oben in den Bergen. Wir suchen nach Hinweisen auf die Täter. Augenzeugen sagen, der Entführer unseres Prinzen trug einen seltsamen Helm und hatte einen Sprachfehler. Ah, Krankfried. Wenn ihr etwas erfahrt, lasst es uns wissen. Patrouille, Marsch! Mann, die sind aber leicht zu überzeugen. Gut, würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Bye, bye.